Ich guck mal eben, ob die Aufnahme läuft. Ich habe da wieder irgendwelche Probleme beim Merken. Ja, und sie läuft. Einmal gleich gucken, wie viel wir noch haben von Eisen. Achtzig. Das heißt, ich kann auch zwei oder drei von diesen Dingern hier setzen. Das war es dann auch schon wieder. Dann haben wir kein Eisen mehr. So schnell geht das, Leute. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir heute schon die Klamotten gefunden haben, also die Bücherei und den Toolladen. Shotgunladen haben wir auch gefunden, da waren wir aber leer. Und jetzt sind wir voll. Habe ich noch Holz? Ja. Und dann muss ich mal hier Weiher eingeben. Barbed Wire Fence, wie viel brauche ich für einen? Zwei Wood, ein Frosch, Iron. Ich mache mal so 10. So, und jetzt hatten wir hier eine gute, fette Ernte. Aber schon Kartoffeln? Ich meine, ich habe noch keine Kartoffeln gefunden. Oh, sieht so aus. Und dann machen wir die, den Kaffee wieder fertig. Beim nächsten Mal kann ich mir 10 Kaffee davon kochen. So viel haben wir. Boah, jetzt setz dich doch da drauf, Mensch. So, sie ist der 48er-Reihe. Und wo haben wir den Quatsch jetzt? Ach, das dauert wieder eine Minute. Ja gut, da können wir jetzt nichts dran machen. Außer hier noch ein bisschen Platz. Wo haben wir die 11? 4. Ob ich hier einfach welche hinmachen soll? Ich weiß es nicht. Die da drauf setzen? Nee. Ich mache hier hinten einfach mal die Ecke zu. Das heißt, hier hinten drauf schon. So, haben wir noch neue? Ja, hier 5 Stück noch. Schritt zurück. Ah, ich glaube, das waren sie jetzt auch. Den setzen wir ganz rotzfrech da hinten hin. Bitte aus. Also das Feld hier gefällt mir noch gar nicht.
Also so langsam ärgert das, dass die hier so langsam hier alle fertig machen erstmal. Das ärgert mich so langsam. Es hat so lange gedauert mit dem Seeds machen und so ein Scheiß. War da noch irgendwie? Können wir davon welche nehmen? Nee, können wir nicht. Das ist gut. Jetzt nochmal gucken. Haben wir noch welche? Nee, haben wir keine mehr. Das ist gut. Und ich muss mal gucken hier, wo haben wir die Beile? Die haben wir hier. Gehe jetzt noch mal ein bisschen Holz holen. Alleine weil wir was brauchen, nicht weil wir was haben müssen. So, die Beile in Gelb ist gar nicht so schlecht. Und trotzdem habe ich noch nicht genug Holz, finde ich. Ich hole mir noch jetzt heute ein bisschen Holz. Keine Ahnung, wie viel das wird, aber ein bisschen holen wir uns noch. Und je näher ich hier an einer Forge rumlaufe, desto besser ist das auch für die. Dann bringt die wenigstens durch, hoffe ich. Fällst du? Na gut, er ist stehen geblieben. Habe ich also sachte abgebaut. Aber wir machen weiter. Ich glaube, bei der nächsten Pause rauche ich mir erstmal eine. Ich glaube, ich bin schon zwei Aufnahmen miteinander nicht gestorben. Das finde ich optimal. Optimaler wäre natürlich, wenn ich noch gar nicht gestorben wäre, aber... Ach, die Ausdauer ist weg, deswegen dauert das mit dem Holzklopfen so lange. Dann können wir auch eine andere Feueraxt noch nehmen. Ist aber auch nie besser. Was war das denn jetzt? Habt ihr doch auch gehört, ne? Als wenn sie sich diese Witze erzählt hätte und vor Lachen kaum in die Knie gehen könnte. Naja. Mal wieder Ausdauer. Ich glaube mir den nächsten. Eigentlich müsste ich doch lieber. Was ist denn jetzt mit dir, Mädchen? Frierst du oder was? Sag, was du hast. Sag, Zwergenschulte, ich friere. Mir ist arschkalt hier. Ja, toll, ey. Ich treffe die Löcher hier, ne? Wenn ich mich immer so anschließe, hat kein Wunder, dass ich Single bin. Halt, da hinten war was zum Anziehen. Erstmal könnte ich ja nochmal die Mütze absetzen, ne? Und dann, packen wir uns hier so einen Mantel, genau. Der Hut kommt ab. Und Frieren ist jetzt doch wohl hoffentlich vorbei, ne? Ich wollte auf die Jagd, genau. Das ist nämlich jetzt viel wichtiger als Holz holen und alles andere. Ich habe kaum noch was zu essen und schon ganz bestimmt keine gute Nahrung mehr.
Ich weiß, dass viele Tiere an der Stadt waren, aber in die Stadt wollte ich jetzt nicht nochmal gehen. Erstmal ist die weit weg, ungefähr eine Stunde, und dann sind 2 Stunden weg, und dann haben wir schon wieder 20 Uhr, 21 Uhr, und ich muss zurück. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich gehe lieber nochmal gucken, ob wir hier irgendwie was haben, was wir zum Fressen gerne haben können. Und richtig schönen Fleck habe ich hier auch noch nicht gesehen, wo ich mich dann nach dem 7. Tag dann irgendwie versuchen werde einzunisten. Heißen Hirsch. Ich glaube, ich kann das Ding jetzt noch 1000 Mal anschießen. Ich treffe den sowieso nicht. Ich hoffe natürlich auf Schweine. Ja, ist es möglich? Ich stehe direkt dahinter und ich treffe den nicht. Mann, du, was bist du ein Loser? Mein Gott, nee, ey. Ich mache hier nur noch Pfeile verstreuen, scheint mir. Gedacht, da wäre noch gerade irgendwo ein Zombie-Bot gewesen, aber die wird wohl weg sein. Ist der hier jetzt hin? Ja, ganz toll gemacht. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Wurde ja wohl auch Zeit. Habe ich mein Messer? Dann kann ich mir auch gleich einen Schutzanzug vielleicht aus Leder machen. Ich habe jetzt das Lederbuch und ich habe ja auch viele Rezepte für Leder gefunden. Und ja, ich hoffe, dass das dann auch klappt. Dass ich die Ledergarnitur, die ich mir dann mache, anziehen kann und dass das nicht zu heiß wird. Ja. Keine Ausdauer. Gestampft durch die grüne Natur, als wenn das schon nicht mehr schön ist. Da vorne war irgendwo so ein Nestloch. Hier. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Schwein. Ist noch ein Hirsch. Also wenn ich Hirsch wäre, ich würde mich genau vor Lehmzeug stellen.
Sag mal, brauche ich jetzt wirklich eine Brille hier oder was? Mann, doch. Blödes Vieh. Bleib stehen und lass dich schießen. Hölle, Hölle, Hölle. Also einmal getroffen habe ich ihn. Wo ist die Sau? Der Hirsch. Ach da. Der mag mich jetzt nicht mehr. Und wo ist er hin jetzt? Jetzt ist er weg. Na nun, dann ist er weg. Was weg ist, ist weg. Da kann ich jetzt auch nicht wieder rein bei herbeizäubern. Da unten ist nochmal Wasser. Kein Wasser bei, denke ich. Aber ich könnte ja mal gucken, habe ich hier noch? Ja, habe ich noch. Ich könnte ja mal gucken, ob das noch geht. Von Hand im Mund trinken. Das finde ich natürlich schön. Ist das denn jetzt wirklich Vitamin oder was ist das? Vitamin? Ja, so geht doch. Und da kann ich mir einmal Durchfall erlauben. Jawohl, und sofort Scheißerei am Balch. Scheißerei wieder weg. Was war das denn jetzt? Ich kriege hier einen Horror langsam. Erst lacht die sich tot, ohne dass ein Grund ist. Dann bricht hier irgendwelche Bäume zusammen, wenn ich trinke. Brechen hier irgendwelche Bäume zusammen, wenn ich trinke. Nur Fresschen ist hier selten geworden. Da sagst du wohl jetzt genau, Leute. Habt ihr ja wohl gesehen, oder? Ja. Komm, ich will Eier mit Speck haben. Kartoffeln mit Eier, Speck und Speck esse ich sowieso immer. Und dann nehmen wir dich aus. So. Mal gucken, wie weit wir sind. Da dauert noch 19:30 Uhr. Das heißt, wir können uns langsam, aber sicher ist, wieder zurück zum Haus machen und auf eine weitere Nacht einstellen. Das ist dann die letzte Nacht vor der Nacht 7 auf 8. Und ich hoffe verdammt nochmal, dass meine Sicherungsmaßnahmen ungefähr reichen. Ihr seht ja selber, lange das hier alles dauert.
Und das ist arschkalt in Deutschland. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Arschkalt ist das hier. Hier haben wir doch schon alle raus, oder? Ja, hier haben wir alle raus. Wo geht's da rein? Ach, da geht's auch wieder raus. Gehe ich aber nochmal rein, weil ich das so schön finde. Ne, hier müssen wir alles weg haben. Hier ist nichts mehr. Nee, Tiere sehe ich jetzt beim besten Willen nicht mehr. Ich könnte ja auch in die andere Richtung noch gehen, aber wir haben jetzt gleich 20 Uhr. Und da koche ich mir die Tiere lieber noch. Verhalte mich in der Nacht wieder ein bisschen ruhig. Lass die Forge durchlaufen. Crafte noch ein bisschen. Verteile meine paar Punkte, die ich kriege. Ich weiß nicht, ob ich heute noch die nächsten drei aufnehme. Keine Ahnung. Also mir wäre lieb, wenn ihr mir erzählen würdet oder schreiben würdet, ob ihr drei Aufnahmen, also einen ganzen Tag Aufnahme haben wollt. Oder ob eine Aufnahme am Tag reicht. Mal gucken. Ich gehe jetzt rein. Ich muss nämlich ganz nötig wieder für Königstiger. Dann logge ich aus. Und sage dabei auch sofort wieder ciao, ciao und bye, bye, bis morgen. Ich mache mir gleich eine Hose. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich sage dann mal ciao, ciao und bye, bye. Bis dann.